Woran denken Sie als erstes, wenn es um generative KI geht? Also um KI, die etwas generiert. Viele Kolleginnen denken dann als erstes an ChatGPT und in diesem Zusammenhang an Datenschutz. Viele möchten nicht, dass ihr Name mit einem KI-Chat in Verbindung gebracht wird oder dass ihre Eingaben irgendwo gespeichert werden. Und manchmal auch nicht, dass mit diesen Eingaben ein KI-Modell weiter trainiert wird. Und genau darum geht es in dieser Einheit. Am besten lassen sich solche Datenschutzprobleme durch eine lokal installierte KI verhindern, die nur am eigenen PC läuft und keine Internetverbindung erfordert. Das ist mit gewissen Einschränkungen verbunden und wird von uns in einem der nächsten Module vorgestellt. Eine schnellere und einfachere Lösung besteht darin, KI-Tools zu nutzen, für die keine Anmeldung erforderlich ist. Damit meinen wir Gratis-Tools, die funktionieren, ohne dass Sie einen Account anlegen. Das heißt, Sie müssen dafür keine personenbezogenen Daten angeben. Bezüglich Datenschutz ist diese Lösung dennoch nicht ganz so optimal wie eine lokale KI, denn es werden bei der Nutzung solcher Tools häufig technische Informationen gespeichert. Dabei handelt es sich in der Regel um Ihre IP-Adresse, verbunden mit den Standortdaten und Informationen über Ihr Gerät und die Art, wie das Tool genutzt wurde. Trotzdem sind Tools ohne Anmeldung eine gute Lösung, denn Ihre IP-Adresse können Sie verbergen, indem Sie ein VPN nutzen, ein virtuelles privates Netzwerk. Mehr dazu unter dem eingeblendeten Link. Und daher dürfen wir Ihnen jetzt einige dieser Tools ohne Anmeldung vorstellen. In der ersten Lerneinheit haben wir uns das KI-Tool ChatPDF der deutschen ChatPDF GmbH angesehen, mit dem es möglich ist, ohne Anmeldung chatfähige Lernunterlagen an Teilnehmende weiterzugeben. Lädt man ein PDF hoch, kann man sofort mit dem Chatten beginnen und per Link den Chat Teilnehmenden übermitteln, die dann auch sofort mit dem Chatten loslegen können. Es ist auch kostenlos möglich, den KI-Chatbot zu mehreren PDFs gleichzeitig zu befragen oder den Chatverlauf als TXT-Datei herunterzuladen. Besonders wichtig ist es bei der Nutzung, keine urheberrechtlich geschützten Texte hochzuladen. Das KI-Tool eignet sich nicht nur, um Lernunterlagen aufzubereiten, sondern ist auch mit Blick auf den Datenschutz erwähnenswert. Dass sich weder Lehrende noch Lernende anmelden und persönliche Daten preisgeben müssen, spricht definitiv für den Datenschutz. Das KI-Tool trainiert ChatGPT nicht mit Daten und es ist auch möglich, Inhalte dauerhaft zu löschen. Ein weiteres sehr einfaches und nützliches Tool ohne Anmeldung ist DeepL-Write. Die meisten von uns kennen DeepL für Übersetzungen, aber DeepL bietet eben auch eine Schreibunterstützung an, und zwar auf Deutsch und auf Englisch, und wirbt damit, klare, präzise und fehlerfreie Texte zu produzieren. Damit kann DeepL Ihnen selbst helfen, Ihren Stil zu verbessern, wenn Sie das möchten, oder eben auch schreibdidaktisch verwendet werden, wenn Sie mit Personen arbeiten, die auf Deutsch oder Englisch schreiben lernen. Die Oberfläche sieht ähnlich aus, wie wir das von DeepL Translate kennen. Das heißt, man kann hier auf der linken Seite einfach mal einen Text eingeben und mit dem wird dann rechts etwas passieren. Ich habe hier voreingestellt korrigieren. Also was hier passiert, ist einmal nur eine Korrektur, ohne dass die Änderungen im Detail angezeigt werden. Und ich habe auch noch keine Vorgabe zum Schreibstil gemacht. Ich werde jetzt einmal auf der linken Seite einen vorbereiteten Text einfügen, der zu kompliziert formuliert ist, ein bisschen unleserlich und auch einige Fallfehler enthält. Und jetzt können wir beobachten, was im Modus Korrigieren damit gemacht wird. Ich habe da mal eine Ergänzung, Künstliche Intelligenz, KI,
markiert ein avantgardistisches Werkzeug, das unsere Alltagsroutinen umwälzt. Also der erste Fallfehler wurde entfernt. Sie befähigt dazu, in der momentanen Erledigung Inhalte zu schaffen. Der Text wurde nicht schöner, stilistisch besser formuliert. Es wurde tatsächlich nur ausgebessert, ohne jetzt wirklich eine Stilverbesserung umzusetzen. Auch assistiert die Lehrkräfte wurde belassen. Ich hätte gehofft, dass eine Verbesserung auf assistiert den Lehrkräften erfolgt. Wir schauen uns jetzt einmal an, wenn wir mehr von dem Tool verlangen. Also wir gehen jetzt von nur korrigieren auf umformulieren, wünschen uns eine Umformulierung und können jetzt berechtigterweise erwarten, dass dieser Text jetzt verbessert wird. Und das ist auch der Fall. Es sind jetzt einige Vokabel ausgebessert worden. Hier heißt es zum Beispiel, in einem Augenblick Inhalte zu schaffen, für die auf herkömmliche Weise Stunden benötigt würden. Also diese ungeschickte Formulierung in momentaner Erledigung ist jetzt weg. Und hier unten heißt es zum Beispiel, im Bildungsbereich unterstützt die KI das personalisierte Lernen und die Lehrkräfte. Also dieser fragliche Fall mit assistiert die Lehrkräfte ist jetzt auch behoben worden. Insgesamt ist der Text jetzt etwas verbessert und wir sehen in den grünen Linien, dass wir hier auch weiter noch Möglichkeiten hätten, selbst etwas zu tun, wenn mir jetzt irgendetwas davon nicht gefällt. Zum Beispiel die Textproduktion. Dann klicke ich einfach auf dieses Wort und ich bekomme Synonyme vorgeschlagen. Ich möchte zum Beispiel statt Textproduktion Texterzeugung da stehen haben, dann klicke ich dieses Synonym an und es wird mir einfach ausgetauscht. Ja. Oder ich möchte zum Beispiel einen ganzen Satz neu formulieren, könnte ich auch auf diesen blau markierten Satz klicken und auf Satz umformulieren, dann bekomme ich hier einen Vorschlag oder zwei Vorschläge für eine gänzliche Umformulierung dieses Satzes und ich kann das jetzt nicht genau prüfen, ich nehme das einfach einmal an. Also so könnte ich einzelne Begriffe noch austauschen durch Synonyme oder ich könnte ganze Sätze noch umformulieren. Ich habe mir jetzt die Änderungen noch nicht anzeigen lassen. Ich könnte das natürlich auch tun. Ich kann mir da die Änderungen anzeigen lassen. Und das ist schreibdidaktisch durchaus sinnvoll, wenn Sie jetzt mit Personen arbeiten, die das Schreiben auf Englisch oder eben hier auf Deutsch erst erlernen, dann ist es sehr hilfreich, wenn die nicht nur einen verbesserten Text sehen, sondern unmittelbar sehen können, welche Begriffe sind ausgetauscht oder welche Phrasen sind ersetzt worden. Ja, was ich auch noch tun könnte, ich könnte den Stil wählen. Es gibt hier Schreibstile von einfach über geschäftlich, akademisch, technisch oder locker. Oder auch in der Tonalität könnte ich noch was versuchen. Ich setze hier mal auf einfach, weil das für Online-Texte oft eine gute Möglichkeit ist. Aber der Text war ohnehin schon relativ einfach. Hier haben wir dann eine noch weitere Vereinfachung erhalten, mit der wir weiterarbeiten könnten. Darüber hinaus könnte ich mir den Text jetzt noch vorlesen lassen, ist auf Deutsch noch immer nicht ganz fehlerfrei, aber funktioniert schon recht gut und ich könnte mir den Text in die Zwischenablage kopieren, um damit weiter zu arbeiten. DeepL hat seinen Sitz in Köln und ist der Datenschutzgrundverordnung der europäischen DSGVO verpflichtet. Die ausführlichen Datenschutzbestimmungen findet man auf der Website von DeepL unter Privacy. Wer sich hier genauer umschaut, wird Folgendes feststellen. Ohne Anmeldung werden die eingegebenen Texte auf Server von DeepL übertragen und für das Modelltraining verwendet. Aber mit Anmeldung und einem Pro-Abo erfolgt kein solches Modelltraining. Das heißt für uns, wir dürfen keine Texte eingeben, die personenbezogene Daten enthalten oder die urheberrechtlich geschützt sind. Aber wenn wir uns daran halten, dann ist auch das Modelltraining zu verantworten und eigentlich kein Problem. You.com ist eine datenschutzfreundliche Alternative zu ChatGPT, da keine Anmeldung erforderlich ist. Nutzerinnen können direkt mit dem Chatten loslegen. Der KI-Chatbot kann auch auf das Internet zugreifen und somit Anfragen zu aktuellen Themen beantworten.
Außerdem verfügt U.com über einen privaten Modus. Der stellt sicher, dass Anfragen, Präferenzen und Standorte nicht aufgezeichnet werden. Der Chat mit dem KI-Bot bleibt also auf diese Weise privat. Nicht zu verwechseln ist der private Modus mit der Safe Search. Sie erlaubt es, Anfragen zu zensieren bzw. die Zensur von Anfragen zu lockern. Wird diese Einstellung auf strikt gestellt, erhält man auf ethisch fragwürdige Anfragen keine Antwort. Wird hingegen die Zensur auf off gestellt, dann eher schon. Der Sicherheitsbegriff bei der Safe Search bezieht sich also nicht auf den Datenschutz, sondern eher auf Ethikstandards. Zum Testen gebe ich einen Prompt ein. Kannst du Beispiele für interaktive Workshop-Übungen geben? Der Chatbot generiert nun seine Antwort. Über das Icon Copy Text lässt sich die letzte Antwort des KI-Chatbots in die Zwischenablage kopieren. Es ist auch möglich, den KI-Chat zu teilen. Dazu ist aber eine Anmeldung erforderlich. Möchte man den KI-Chat mit jemandem teilen, empfiehlt es sich, einen Linkkürzer zu verwenden, da die Links oftmals sehr lange ausfallen. Vielleicht entscheiden Sie sich für eine Anmeldung, möchten aber dennoch gewisse Vorkehrungen für den Datenschutz treffen. Dann ist es möglich, die Personalisierungsfunktion in den Einstellungen abzuwählen und den Chatbot nicht mit Informationen zur eigenen Person zu füttern. Andernfalls wird ein Interessensprofil zu Ihrer Person erstellt. Ist man angemeldet, findet man auf der linken Seite die älteren Chatverläufe und kann sie mit Klick auf die drei Punkte löschen. Das Bezahlabo UPro bietet die Möglichkeit, das leistungsfähigere Sprachmodell GPT-4 unbegrenzt zu nutzen und Zugang zu den Modi Genius Research und Create zu erhalten. Wie die Namen bereits erkennen lassen, können diese Modi genutzt werden, um etwa Bilder zu generieren, Dateien hochzuladen oder Analysen mit Zitierung erstellen zu lassen. U.com kann auch in WhatsApp genutzt werden. Auf diese Weise ist es möglich, mit dem KI-Chatbot per WhatsApp zu chatten. Das kann eine barriereärmere Verwendung des KI-Chatbots ermöglichen. Bei der Nutzung sind jedoch neben den Datenschutzrichtlinien von U.com auch die Datenschutzrichtlinien von Meta, dem Mutterkonzern von WhatsApp, zu beachten. Sie entsprechen nicht den europäischen Standards. U.com gibt es auch als App für Android und iOS und für Google Chrome gibt es zwei Browser-Erweiterungen. Im Hinblick auf den Datenschutz nutzt man U.com am besten ohne Anmeldung und im privaten Modus. Unser nächstes Tool für heute ist Perplexity. Auch dieses Tool können Sie kostenlos nutzen, ohne sich zu registrieren oder anzumelden. Das heißt, ich kann da hier rechts einmal gleich die Anmeldung wegklicken. Perplexity ist eine KI-unterstützte Suchmaschine, die mit Hilfe von GPT im Chatformat Antworten auf ihre Suchanfragen generiert. Und dabei kann sie das aktuelle Internet durchsuchen und sie gibt für ihre Suchergebnisse Quellen an. Das ist ein unschätzbarer Vorteil. Ich zeige Ihnen jetzt die sogenannte Schnellsuche und dafür gebe ich in das Suchfeld hier eine Frage ein. In diesem Fall die Frage, was versteht man unter der Akzeptanzlücke? Und bevor ich diese Frage abschicke, könnte ich noch einen Fokus setzen. Die Voreinstellung lautet All, das heißt, hier wird das gesamte Internet
durchsucht. Ich werde diesen Fokus jetzt auch nicht ändern, weil ich auf diese Weise die meisten Ergebnisse erhalte. Ich klicke also hier auf Abschicken und dann wird schon eine Antwort generiert, die Quellen aus dem Internet verwendet. Im Text werden die Quellen angeführt und auch hier heroben sind sie aufgelistet. Wenn ich hier auf View to More klicke, werden die weiteren Quellen angezeigt. Ich kann mir jetzt den Text anschauen, der hier verfasst worden ist, und sehe eine Beschreibung der Akzeptanzlücke oder Uncanny Valley Effekt, wie ich sie auch kenne. Ich würde aber trotzdem die Quellen überprüfen, insbesondere wenn das jetzt ein Inhalt ist, bei dem ich mich nicht so gut auskenne, könnte ich da mal durchschauen, ob mir das alles seriös vorkommt. Ich kann auch hineinklicken in eine Quelle und mir das genauer ansehen. Und sollte ich auf die Idee kommen, dass irgendetwas davon nicht ausreichend seriös ist, dann kann ich das einfach abwählen und unter Remove Source bewirken, dass diese Quelle ausgeschlossen wird und ich bekomme dann ein neu generiertes Ergebnis, das diese Quelle nicht mehr verwendet. Was kann ich noch machen? Ich kann dieses Suchergebnis sehr einfach teilen, indem ich hier auf Share Link klicke. Dann habe ich den Link in meiner Zwischenablage und kann den teilen, und zwar auf eine sehr überzeugende Art und Weise. Es werden nämlich alle Quellen beim Teilen mitgeliefert. Ich könnte das Ganze umschreiben lassen, ich könnte es mir kopieren, das Ergebnis auf das Clipboard, und kann damit auch das Ergebnis sichern. Ihr könnt natürlich auch noch weiter chatten wie in jedem anderen Chatbot, und schließlich und endlich, wenn ich fertig bin, könnte ich hier heroben unter Delete Thread das Ganze wieder löschen. Was ich Ihnen jetzt nicht gezeigt habe, weil es nur mit Anmeldung möglich ist, ist die Pro-Suche, die Ihre Suche verfeinern würde und auch zu besseren Ergebnissen führen könnte. Was den Datenschutz bei Perplexity betrifft, die Toolbetreiber haben ihren Firmensitz in Kalifornien. Das heißt, hier kommt die europäische Datenschutzgrundverordnung nicht zum Tragen. Allerdings haben Sie sich ja nicht angemeldet, und ohne Anmeldung werden nur die IP-Adresse mit dem ungefähren Standort sowie der Browser-Typ und der Gerätetyp erfasst. Und wenn Sie Ihre IP-Adresse und den Standort verbergen wollen, dann verwenden Sie dafür einfach ein virtuelles privates Netzwerk. Die inhaltlichen Anfragen an Perplexity werden allerdings an OpenAI weitergeleitet, und dort ist eine Speicherung und ein Modelltraining schon möglich. Das heißt, auch bei der Verwendung von Perplexity gilt, wenn Sie Eingaben machen und Anfragen stellen, dürfen darin keine personenbezogenen Daten vorkommen. Das waren jetzt also empfehlenswerte Tools ohne Anmeldung, die Sie ohne Angabe Ihrer Daten nutzen können. Als Faustregel gilt trotzdem: Schreiben Sie nichts Sensibles in einen KI-Chat und vermeiden Sie es, personenbezogene Daten hochzuladen. Das gilt für die eigenen Daten und natürlich auch für die Daten von anderen Personen. Warum diese besondere Warnung? Dazu möchten wir exemplarisch das Tool PIMICE zeigen. PIMICE ist ebenfalls ein Tool ohne Anmeldung, aber es kombiniert maschinelles Lernen mit Gesichtserkennung. Nutzerinnen können mit Hilfe von PIMICE herausfinden, wo ihre Fotos im Netz verbreitet werden. Sie brauchen dafür nur ein Foto von sich hochzuladen und bekommen alle Funde angezeigt. Das kann zum Beispiel so aussehen. Aber Achtung! Es können auch andere Personen eingeblendet werden. Rechtlich zulässig ist dabei nur die Suche mit dem eigenen Bild. Die Gefahr von Missbrauch ist aber gegeben. Zur Vorbeugung können Sie unter dem Button Opt-out Request eine Anfrage an PIMICE senden, um Ihre eigenen Fotos von Suchanfragen zu entfernen. PIMICE haben wir Ihnen vorgestellt, weil es sich zwar um ein Tool ohne Anmeldung handelt, das aber dennoch in puncto Datenschutz umstritten ist. Man sieht also wieder, dass Um und Auf im Umgang mit KI
ist das kritische Mitdenken. Und jetzt wünschen wir Ihnen wieder viel Spaß beim Ausprobieren.